Mythen und Sagen entstanden fast überall auf der Welt an den unterschiedlichsten Orten. Besonders mythenträchtig aber waren und sind Gebiete, in denen Wasser eine Rolle spielt. So ist es auch in Mühlhausen. Begleiten Sie mich also in diesem Film auf einen Streifzug zu den Mühlhäuser Wasserläufen und ihrer Geschichte, aber vor allem an den Bachlauf der Breitsülze. Bevor wir uns aber in den Nordwesten der Stadt Mühlhausen zur Quelle der Breitsülze begeben, ihrem heutigen künstlichen Wasserlauf, aber auch ihrem ursprünglichen Lauf folgen und natürlich den Ursprung des etwas seltsamen Namens auf dem Grund gehen, betrachten wir erst einmal die anderen Flüsse und Bäche in und um Mühlhausen. Dazu dient eine Karte, die das Gewässernetz von Mühlhausen etwa im 16. Jahrhundert zeigt. Beginnen wir mit der Unstrut, dem größten Fluss Nordthüringens und dem Mühlgraben. Einst, als die Unstrut noch ein unbändiger und gefährlicher Fluss war, lebte in seinen Fluten die Unstrutnixe. Jeder am Flusslauf kannte Geschichten über sie, aber keiner hatte sie je zu Gesicht bekommen. Unvorsichtige Kinder zog sie meist um den Johannistag herum in die Fluten. Aber das schöne Wesen konnte auch Gutes tun, vor allem dann, wenn sie mit sich selbst zufrieden war und ihr Spiegelbild im ruhigen Wasser ihr gefiel. Eines Tages trug es sich zu, dass ein Müller ein neues Wehr am Fluss errichten wollte, weil das alte schon zweimal bei Hochwasser geborsten war. Ein böser Baumeister riet ihm, ein gekauftes kleines Kind lebendig in das Wehr einzumauern. Anfangs hielt der Müller nicht viel von dieser unsinnigen Forderung, doch der Baumeister setzte ihm so lange zu, bis er einverstanden war. Tatsächlich fand er eine Frau, die ihm ihr Kind verkaufte und das der Baumeister bei lebendigem Leib und unter allerlei Zaubersprüche in das Wehr einmauerte. Übers Jahr kam es wieder zu einem starken Hochwasser und siehe, das Wehr blieb unversehrt. Zur selben Zeit kam aber die Rabenmutter am Wehr vorbei, worauf das Wasser zu brodeln begann und das Wehr zerbrechen ließ. Daraufhin entstieg dem Fluss die Nixe mit einem wunderschönen Kind auf dem Arm, welches die Mutter als ihres erkannte. Zu Tode erschrocken rannte sie sogleich davon. Genutzt hat ihr diese Flucht jedoch nichts, man fand sie noch am selben Tag tot am Ufer der Unstrut. Soweit die erste Sage in diesem Film und damit zurück zur Unstrut selbst. Die Unstrut entspringt in der Eichsfeldgemeinde Käferhausen bei Dingelstädt und mündet in Groß-Jena bei Naumburg in die Saale. Sie legt eine Strecke von 192 Kilometern zurück und überwindet einen Höhenunterschied von fast 300 Metern. Ihr Name, der vom germanischen Strödo hergeleitet wird, bedeutet Sumpfdickicht an sich habend. Die Vorsilbe UN ist eine Steigerungsform wie bei Unwetter. Sowohl für den Handel als auch für die direkte Wasserversorgung der Stadt spielte die Unstrut keine Rolle. Einerseits lag sie zu weit außerhalb der befestigten Stadt, andererseits war sie in damaliger Zeit berüchtigt für ihre Hochwasser und damit sehr gefährlich. Schon das sehr frühe Anlegen des Mühlgrabens barg enormes Gefahrenpotenzial. Überflutungen der Georgi-Vorstadt sowie Arbeitsausfall der bis zu 6 Mühlen am Mühlgraben wegen Hochwassers waren gang und gäbe. Mühlen am Mühlgraben sind oder waren die Ziegelsmühle, zu der es keine bildliche Darstellung gibt, die Feldmühle, die Burgmühle, die Kreuzmühle, die Graupenmühle und die Klingenmühle. Diese ist auf der Aufnahme aus dem Jahre 1918 nach einem Unstruthochwasser zu sehen. Im Nordwesten der Stadt trifft das Flachswasser auf die Unstrut. Auch dies hat keinen Einfluss auf die direkte Wasserversorgung von Mühlhausen. Als Pfafferöder Steingraben werden wir diesem Flüsschen aber später nochmals begegnen. Der nächste natürliche Zulauf zur Stadt ist der Johannistalbach, der auch Katzenborn genannt wurde. Er wird hauptsächlich von zwei Zuflüssen unterhalb Pfafferode und einem direkt aus dem Stadtwald gespeist. Er führt zwischen 0,02 und 3,8 Kubikmeter Wasser, ist aber erst ab dem 18. Jahrhundert als Wasserversorgung der aufkommenden Industrie relevant. Auch der Lauf des Johannistalbaches wurde künstlich verändert. Ursprünglich führte er südöstlich, parallel der Unstrut bis etwa zur Klingmühle, wo er in die Unstrut mündete. Ab dem Schaffentor bekam er im 14. Jahrhundert einen neuen Bachlauf. Ein Teil floss entlang der Haarwand in die Unstrut,
Der andere Teil floss über den alten Blubach und hinter dem Margaretenhospital entlang zu einer Quelle namens Feldborn. Dort floss er zusammen mit dem Quellwasser sowie den Abflüssen des Petri-, Forten- und Burgteiches in den künstlichen Mühlgraben, der etwas weiter östlich noch das Wasser der Schwemmnotte aufnahm. Die drei Teiche entlang der Petri-, Forten- und Burgstraße wurden künstlich angelegt und bekamen ihr Wasser vom künstlichen Wasserlauf der Breitsülze, auf die ich später ausführlich eingehe. Auch die Teiche entlang des Hohen Grabens, die vorwiegend als Feuerlöschteiche genutzt wurden, bezogen ihr Wasser von der Breitsülze. Die Teiche entlang des Lindenbühls, früher Spendengraben und Brunnenkreisgraben genannt, wurden hingegen vom Popperöder Bach und kleineren Quellen versorgt. Dieser Popperöder Bach liefert seit einem Erdfall im Jahre 1199 frisches Quellwasser in die Unter- oder auch Altstadt von Mühlhausen. Da es sich dabei um die wichtigste natürliche Wasserzuleitung für die Stadt handelt, möchte ich auf ihre Geschichte hier kurz eingehen. Am Ostrand des kleinen Ortes Poppensroth entstand im Jahre 1199 durch einen Erdfall eine ergiebige Quelle. Seit 1664 wird alljährlich durch ein Brunnenfest, das durch die Schulen der Stadt gestaltet wird, der Quellenentstehung feierlich gedankt. Damit sind wir beim nächsten Quellenmythos in diesem Film. Die Sage berichtet, dass im Dorf Eugenrieden dafür eine Quelle versiegte. Neugierige und eitle Weibsbilder, die zu oft in die Quelle schauten, um ihr Haar zu kämmen und sich darin zu betrachten, sollen der Grund dafür gewesen sein. Nun floss das kühle Heinigwasser zu den braven Leuten nach Poppensroth. Diese Siedlung wurde erstmals 1292 erwähnt und hatte sogar eine kleine Kirche, die St. Mauritius hieß. Diese wurde 1552 abgerissen, die Glocken an den Bliedenhof in der Holzstraße gegeben und der Ort wurde zu einer Wüstung. Nur ein Gut und die Quelle blieben. Das Brunnenhaus und die Quelleneinfassung wurden 1614 auf Veranlassung der Ratsherren und Bürgermeister Gregor Fleischhauer und Konrad Ebenau errichtet. Die künstlerische Gestaltung und die Malereien entstanden 1617 und sind von Andreas Beck. Das Gasthaus neben dem Brunnenhaus wurde 1749 errichtet, 1842 erweitert, 1962 geschlossen und 1963 abgerissen. Nun wieder zum Popperöder Bach, der nicht nur durch das Wasser der Popperöder Quelle gespeist wurde, sondern zusätzlich noch durch die Salzquelle, das Grunzloch sowie die Zwillings-, Königs-, Teich- und Wasserwerkquelle. Die vier letzteren spielen von der Menge des gefütterten Wassers keine große Rolle. Das Grunzloch, was grundloses Loch bedeutet, ist 1,60 Meter tief und seine Schüttung liegt zwischen 52 und 62 Litern am Tag, so viel wie die Salzquelle pro Sekunde liefert. Diese ist 2,70 Meter tief und bezieht ihr Wasser aus dem Eichsfeld, was den hohen Natriumgehalt erklärt. Wie auch das Grunzloch bezieht die Popperöder Quelle ihr Wasser aus dem Hainichgebiet. Sie ist 4,60 Meter tief und liefert pro Sekunde etwa 40 Liter Wasser. Die 1901 erstmals erwähnte Thomasquelle ist, wie die Salzquelle auch, sehr natriumhaltig, liefert etwa 95 Liter Wasser pro Sekunde, ist aber für die Wasserversorgung der Stadt nicht von Belang, da ihr Wasser in den Felchtaer Bach geleitet wird. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der natürliche Lauf des Popperöder Baches, der eigentlich Svelmena hieß, an die Bedürfnisse der Menschen angepasst. Seine wichtigste Aufgabe war das Antreiben von zeitweise 12 Wassermühlen sowie die Wasserversorgung der Gerbereien und der textilverarbeitenden Manufakturen. Auch ändert er ab der Stadtmauer seinen Namen in Schwemmnotte. Aber auch das ist nichts Ungewöhnliches, jedenfalls nicht in Mühlhausen. So wird der Sambacher Steingraben zum Beispiel zum Ölgraben und der Pfafferöder Steingraben zum Flachswasser. Bleiben wir noch etwas beim Popperöder Bach. Dieser speiste einst drei Teiche, von denen heute nur noch der untere Popperöder Teich, den wir als Schwanenteich kennen, erhalten ist. Er war der größte der drei Teiche und gehörte bis 1390 dem Kloster Zella. Der mittlere Teich entstand zwischen 1551 und 1569.
Als Kämmerer Teich wurde der obere Teich bezeichnet, nachdem er 1705 ausgeräumt wurde. 1820 wurden dann sowohl der obere als auch der mittlere Teich trockengelegt und als Wiese genutzt. Alle drei Teiche, die hier auf einer Karte dargestellt sind, dienten unter anderem zur Fischzucht. Die zweite Karte zeigt das gleiche Gebiet aus heutiger Sicht. An der Nordostecke des Stadtteiches, wie der Schwanenteich nach 1820 genannt wurde, etwa dort, wo heute der Bootsverleih ist, stand bis Anfang des 20. Jahrhunderts das Fischhäuschen. In ihm wurden Fischereigeräte aufbewahrt und es diente als Verkaufsraum für die gefangenen Schwanenteichfische. Oberhalb des Fischhäuschens stand bis 1896 die Popperöder oder auch Schneidemühle. Sie ist auf dieser Zeichnung von Karl Michel dargestellt. Es folgten die Obermühle, die Mittelmühle, die Rote Löwenmühle und die Kettenmühle. Dieses Bild zeigt die Verrohrung des Baches in den 1950er Jahren unter der Kettengasse bis zur Lutherottstraße. Zur Pulvermühle gibt es leider kein Bildmaterial, aber dafür etwas Wissenswertes über den Bachlauf der Swelmenaar bzw. des Popperöder Baches. Kurz vor der ehemaligen Börse bog der Bach in Richtung Norden ab, floss bis zur Wanfrieder Straße entlang der Pulverecke und trieb die Pulvermühle an. Diese Karte, die nach Aufzeichnungen von Rolf Auleb erstellt wurde, zeigt den alten, natürlichen und den neuen Bachlauf recht deutlich. An der Pulverecke änderte der Bach wieder seine Richtung und floss in einem offenen, großzügig gefassten Straßenbach weiter nach Osten bis zur Stadtmauer. Der Bachlauf, den wir heute kennen, ist künstlich angelegt und wurde zuletzt in den 1990er Jahren und 2002 im Zuge des Straßenbaus so manches Mal geändert. Der Antrieb der Weidenmühle und der Kugelleismühle waren dafür wohl der Hauptgrund. Auch war, so Auleb, die neue Bachführung, der sogenannte Neue Born, für die Befüllung des Spenden- und Brunnenkreisgrabens am Lindenbühl ein wichtiger Wasserlieferant. Kurz nach der Kugelleismühle bog der Neue Born wieder in Richtung Osten auf seinen ursprünglichen Lauf ab und fließt in die Stadt. Damit verbunden ist der Namenswechsel vom Popperöder Bach in Schwemnotte. Diese wurde auch gleich geteilt durch das sogenannte U-Boot, welches um 1900 entfernt wurde. Hier machen wir auch das erste Mal Bekanntschaft mit den in Mühlhausen einst allgegenwärtigen Straßenbächen, auf die ich später noch etwas näher eingehe. Wir folgen erst einmal dem nördlichen Wasserlauf, der, wie schon gesagt, jetzt Schwemnotte heißt und die Altstadt von Mühlhausen in Ober- und Unterstadt teilt. Nachdem der Bach unter einem alten Färberhaus hindurchgeflossen ist, geht es in nördliche Richtung durch das Jakobiviertel und vorbei an der ehemaligen Pfeffermühle. Vielleicht sollte hier auch noch erwähnt werden, dass der Bachlauf durch die Stadt zum größten Teil künstlich angelegt oder zumindest verändert wurde. Nachdem der Bach nun wieder in Richtung Osten fließt, unterquert er das Rathaus und führt als offener Bachlauf durch das Gerberviertel. Einst war das Gerberhandwerk ein wichtiger Berufsstand in Mühlhausen, der leider vom Aussterben bedroht ist. Gerade die Gerber benötigten das Wasser der Schwemmnette für ihre Arbeit. Noch heute zeigt sich vor allem in der Gasse auf dem Damme das Bild des alten, romantischen Mühlhausen. Am Ende dieser Gasse, am Entenbühl, stand einst die Malzmühle. Ab hier wurde und wird der Bach unter der Brückenstraße und dem ehemaligen Weißfrauenkloster, welches heute die Röblingsschule ist, hindurch bis zur Meistersgasse und der Meißnermühle geleitet. Dort tritt er wieder ans Tageslicht. Einst eine dunkle, dicht bebaute Gegend, wurde nach dem Abriss der Mühle und vieler alter Häuser der Blick auf den 2006 sanierten und mit einem Fußweg versehenen Bachlauf frei. Dieser Weg führt entlang der Schwemmnotte bis zum Steinweg. Dort stand in einer Nebengasse mit dem schönen Namen Hanfsack die letzte Mühle an der Schwemmnotte.
Zuerst auf der westlichen Seite der ehemaligen Fuhlbrückengasse gelegen, wurde die Fuhlbrückenmühle nach mehreren Bränden auf der anderen Gassenseite als Hampfsackmühle neu erbaut. Nun sind es nur noch wenige Meter, bis die Schwemmnotte, nachdem sie unter der Stadtmauer hindurchgeflossen ist, in den Mühlgraben mündet. Wenden wir uns den Straßenbächen zu. Sie entstanden zuerst in der Unterstadt und nach der Einleitung der Breitsilze in die Oberstadt auch dort. Sie stellen ein ausgeklügeltes System zur Brauchwasserversorgung der Stadtbevölkerung dar, da sie nicht nur zur Wasserentnahme, sondern auch zur Schmutzwasserentsorgung genutzt wurden. Bis auf die Petri- und die Nikolaivorstadt waren diese Straßenbäche nur in der Altstadt zu finden. Beginnen wir mit dem bildlichen Straßenbachrundgang am Petri-Steinweg, dessen Straßenbach durch die Breitsilze gespeist wurde. Durch die Einleitung der Breitsilze in die Oberstadt ist der erste Teil der Oberstadtstraßenbäche der ehemalige Wasserradkasten an der Antoniusmühle. Vorher teilt sich der Wasserlauf. Ein Teil fließt Richtung Holzstraße, Obermarkt und Burgstraße. Oft sind diese Straßenbäche nur Rinnsale und sehr unscheinbar. Abdeckungen zur Überfahrt der Kutschen sind vor jeder Toreinfahrt zu sehen. Gerade die Holzstraße mit dem Turn- und Taxis-Posthaus war stark von Fuhrwerken frequentiert. Auch wurde dort alljährlich der Holzmarkt abgehalten. Ähnlich war es auch beim Obermarkt. Neben den Wochenmärkten fanden hier auch die Salzmärkte und die Gras- und Heumärkte statt. Einerseits waren die Straßenbäche zum Entsorgen der Marktabfälle und der Notdurft recht hilfreich. Andererseits behinderten sie das Markttreiben erheblich. Deshalb wurde schon im 17. Jahrhundert damit begonnen, kleinere Straßenbachabschnitte in Holzrohren unterirdisch zu verlegen. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen dann auch Blei- und Eisenrohre zum Einsatz. Wie solche Holzrohre aussahen, kann man hier sehen. Meist wurden sie aus Eiche oder Buche gefertigt. Diese Rohre wurden im Jahre 2009 im Gerberviertel gefunden und sind heute im Lapidarium der Chormarktskirche zu besichtigen. Der nördlichste Straßenbach mündet am Ende der Burgstraße in den Burgteich. Der südliche Teil der von der Breitsilze gespeisten Straßenbäche floss zuerst in die Herrenstraße. Kurz nach der Güldenen Ecke wurde der Lauf geteilt. Während der Hauptlauf Richtung Steinweg floss, wurde über die Spiegelsgasse auch die Wahlstraße, das Jakobiviertel sowie die Linsen-, Brücken- und Klosterstraße versorgt. Auch der Chormarkt und Teile des Gerberviertels waren an das Breitsilzenwasser angeschlossen. Am Schildchen mündete der Wasserlauf dann in den Straßenbach der Görmerstraße. Auch der Hauptstraßenbach mündete an der Straßeneinmündung Fuhlbrückengasse-Görmergasse in den Unterstadtstraßenbach. Zuvor floss er entlang der Herrenstraße an der Marienkirche vorbei und über den Krautmarkt, den nördlichen Teil des Obersteinwegs. Auf seinem Lauf kreuzt der Straßenbach im Bereich Hanfsack-Fuhlbrückengasse den Lauf der Schwemmnotte. Damit haben wir auch die Breitsilzenstraßenbäche hinter uns, die allein von der Wasserlauflänge und der Anzahl der durchflossenen Straßen zeigt, wie wichtig die Einleitung eines Wasserlaufes in die Oberstadt war. Die Gesamtlänge der Straßenbäche in der Unterstadt war wesentlich kürzer und auch die Anzahl der durchflossenen Straßen war nicht so hoch. Gespeist wurden die Unterstadtstraßenbäche im Wesentlichen vom Popperöder Bach, der als Schwemmnotte kurz nach der Stadtmauer durch das sogenannte U-Boot geteilt wurde. Diesmal folgen wir dem südlichen Lauf in die Vechtacher Straße. Auch hier sind, wie bei den Oberstadtstraßenbächen auch, die Bretter oder besser die Stege zur Überfahrt der Fuhrwerke gut zu erkennen. Dieser Straßenbach floss in Richtung Osten bis zum Untermarkt. Vor dem Haus mit der heutigen Nummer Untermarkt 31 teilte sich der Straßenbach und bildete so das Areal des ehemaligen Töpfermarktes. Bevor wir aber, dem Lauf durch die damalige Kurzegürmer Gasse der heutigen Röpplingstraße folgend, zum Schildchen kommen, hier noch eine Aufnahme der Brückenstraße, in der ein Straßenbach der Breitsilze in Richtung Görmerstraße floss. Dieser mündete am sogenannten Schildchen in den nördlichen Unterstadtstraßenbach, der von dort weiter durch die Görmerstraße in Richtung Straße unter der Linde floss. Dort vereinigte sich der am Untermarkt geteilte Straßenbach wieder mit dem Straßenbach der Erfurter und Kilianistraße.
Dieser ist hier mit Blick Richtung Untermark auf Höhe der Webergasse in der Mitte der 1880er Jahre zu sehen. Ebenfalls am Ende der 1880er Jahre entstanden diese beiden Aufnahmen der Erfurter Straße mit noch offenem Straßenbach. 1895 begannen die Kanalarbeiten zur unterirdischen Verlegung der Straßenbäche in der gesamten Unterstadt. Gleichzeitig dienten diese Arbeiten der Befestigung der Straße, dem Anlegen von Gehwegen und zum Verlegen der Schienen für die am 28. Dezember 1898 eröffneten Mühlhäuser Straßenbahn. Zum Abschluss dieses Ausfluges zu den Mühlhäuser Straßenbächen werfen wir noch einen Blick in die Kilianistraße in den 1880er Jahren mit ebenfalls noch offenen Straßenbächen. In Höhe der heutigen Persiluhr, die es damals noch nicht gab, vereinigten sich die Unterstadtstraßenbäche wieder und flossen entlang der Straße unter der Linde am Görmer Tor vorbei in den Mühlgraben. Alle diese Wasserläufe und deren Straßenbäche dienten aber niemals zur Trinkwassergewinnung. Aus ihnen wurde das Brauchwasser für das Handwerk entnommen und sie sorgten für die Entsorgung des Schmutzwassers und auch der Fäkalien. Die Trinkwasserversorgung erfolgte in Mühlhausen durch Brunnen. Mühlhausen profitierte seit alters her von einem starken und sehr dicht an der Oberfläche verlaufenden Grundwasserstrom. Die anschließend zu sehenden Zierbrunnen und Teiche, meist aus den letzten zwei Jahrhunderten, dienten zur Stadtverschönerung und keinem gewerblichen Zweck. Sie sind auf der Karte nicht vermerkt. Trotzdem möchte ich einige hier vorstellen oder auch in Erinnerung rufen. Da wäre zu Beginn der Zierbrunnen vor dem ehemaligen Pfortentor. Dieser zählte zu der sogenannten Wasserkunst vor dem Pfortentor und wurde im Jahre 1862 in Betrieb genommen. Diese Wasserkunst kam ohne Pumpwerk aus und wurde durch das Wasser der Breitsülze aus der Oberstadt versorgt. Die Holzrohre, die dafür Verwendung fanden, sind hier nochmals zu sehen. Von dieser Wasserkunst blieb, nach der Trockenlegung des Petri- und Pfortenteiches, nur das Planschbecken mit dem Frosch. Dieser wurde vom Bildhauer Walter Krause in den 1930er Jahren geschaffen und steht heute einsam auf einer Spielwiese. Einst auch sehr schöne Anlagen mit einem Springbrunnen gab es um 1910 am unteren Lindenbühl. Dieser, wie auch die Anlagen rund um die Stadtmauer, wurden durch den Stadtgärtner Adolf Bolex gestaltet. Er war auch maßgeblich an der Gestaltung des Stadtparkes am Riesenlinger mit den Goldfischteichen beteiligt. Der Park war im Stil englischer Gärten vom Mühlhäuser Verschönerungsverein, allen voran Theodor Wiesenthal, angelegt worden. Heute ist von seiner Schönheit leider nichts mehr zu sehen. Ein weiterer Zierbrunnen stand auf dem Untermarkt. Der Bismarckbrunnen wurde am 10. Mai 1911 eingeweiht. Heute ist zwar wieder ein Brunnen an seiner Stelle, aber dieser ist bei Weitem nicht so dekorativ. Der bei Weitem bekannteste Zierbrunnen von Mühlhausen ist der Entenbühlbrunnen mit der Gänsemarkt. Er wurde 1937, wie auch der Frosch am Pfortenteich, von Walter Krause geschaffen. Walter Krause wurde 1891 geboren und lebte bis zu seinem Tod 1967 in Mühlhausen. Im Jahre 2007 wurde Gänsemarkt und Brunnen am Entenbühl grundlegend saniert. Zierbrunnen stellen in gewisser Weise einen Spiegel der Zeit dar, in denen sie erbaut wurden. Das gilt natürlich auch für die Zeit der ehemaligen DDR. In den 1970er Jahren entstand ein Springbrunnen beim Heimatmuseum in der damaligen Leninstraße. Dieser ist heute, nachdem er lange defekt war, zu einer Blumenrabatte umgestaltet. Ebenfalls eine Errungenschaft des Sozialismus war der Springbrunnen gegenüber dem ehemaligen Hotel Stadt Mühlhausen. Er entstand im Zuge der Hotelbauarbeiten anstelle einer Tankstelle zu Beginn der 1970er Jahre. Den Abschluss dieser Auswahl an Zierbrunnen und Teichen bildet der Springbrunnen vor der Kaufhalle am Forstberg. Auch er wurde Anfang der 1970er Jahre angelegt. Leider war er, genau wie der Springbrunnen vor der Kaufhalle in der Feldstraße, nicht sehr lange in Betrieb. Kommen wir nun zur eigentlichen Trinkwasserversorgung von Mühlhausen, den Hausbrunnen. Eine Erfassung von Mühlhäuser Brunnen in den 1960er Jahren ergab 153 Hausbrunnen, 134 davon in der Innenstadt. Viele dieser Brunnen befanden sich in den für Mühlhausen typischen großen Gewölbekellern.
Insgesamt, so schätzte Rolf Aule, gab es in Mühlhausen bis zu 543 Hausbrunnen, genauso viele, wie es auch Vollbürgerparzellen mit Braurecht in Mühlhausen gab. Historisch belegt ist diese Annahme jedoch nicht. Ein schönes Beispiel für Mühlhäuser Hausbrunnen, das auch heute noch zu sehen ist, ist der Hausbrunnen in der Fechterer Straße 34. Er ist relativ gut erhalten und wurde im Zuge der Haussanierung ebenfalls general überholt. Wasser liefert er aber heute nicht mehr. Das einfache Volk wie die kleinen Handwerker und die Tagelöhner mussten sich mit Trinkwasser aus einem der 43 öffentlichen Brunnen zufrieden geben. Allein das tägliche Herantragen des Wassers war Schwerstarbeit. Diese Karte zeigt die im Jahre 1821 dokumentierten öffentlichen Brunnen. Wegen schlechter Wasserqualität wurden 1897 21 öffentliche Brunnen geschlossen. Drei weitere Brunnen folgten 1898. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Bau einer öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung mittels Rohrleitungen begonnen. Dazu wurde unter anderem eine Trinkwasserstation bei Poperode eingerichtet. Theodor Wiesenthal warb bereits 1883 in einer Rede vor den Stadtverordneten für ein solches Projekt. Hier wurde das Wasser der Poperöder Quelle und des Grunzloches gesammelt und mittels Pumpen zur Stadt geleitet. Das Wasser der Salzquelle war anfangs als Trinkwasser wegen des hohen Natriumgehaltes und der damals noch nicht erfundenen Filteranlagen nicht geeignet. Die Trinkwasserstation bei Poperode wurde in den 1930er Jahren modernisiert und ein Trinkwasserhochbehälter am Forstberg gebaut. Anfangs war ein Preis von 20 Pfennig pro 700 Kubikmeter Wasser veranschlagt. Nun aber wieder zurück zu den öffentlichen Brunnen, die teilweise, wenn auch nicht mehr für Trinkwasserzwecke geeignet, bis in das 20. Jahrhundert erhalten blieben. Beginnen wir diese kleine Beispielsreihe mit dem Brunnen auf dem Untermarkt bei der ehemaligen Hauptwache. Der Brunnen ist deutlich sowohl auf dem Kupferstich als auch auf dem Foto zu sehen. Nach Abriss der Hauptwache oder auch Alte Laube genannt, im Jahre 1876 wurde auch der Brunnen entfernt. Als Zierbrunnen und mit einem etwas verlagerten Standort wurde er 1911 als Bismarckbrunnen neu errichtet. Ein weiterer recht bekannter Brunnen steht im Rathaushof. Er wurde 1747 errichtet und bekam um 1900 eine Abdeckung. Auch er dient heute nur noch als Zierbrunnen. Der Brunnen am Obermarkt ist nicht mehr vorhanden. Er wurde beim Bau des kaiserlichen Postamtes am Ende des 19. Jahrhunderts entfernt. Diese Aufnahme aus dem Jahre 1878 zeigt ihn aber noch, wenn auch etwas undeutlich. Auch am Plobach stand ein öffentlicher Brunnen, nur sahen die Brunnen damals etwas anders aus als die heutigen Zierbrunnen. Das gleiche gilt für den Brunnen auf dem Christianplatz vor dem Heimatmuseum. Damals gehörte dieser Platz noch zum Untermarkt bzw. war der Schulhof des Gymnasiums. Dieser war in einer für Mühlhausen typischen dekorativen Form aus Stein gestaltet. Die Zeichnung zeigt einen solchen Brunnen mit Pumpenschwengel. Ein besonders schöner Steinbrunnen stand am Schildchen. Er wurde 1930 abgebaut und auf dem alten Friedhof in der Eisenacher Straße wieder aufgestellt. Leider wurde er später zerstört. Während hier das Straßenbild am Schildchen von 1900 bis 2012 zu sehen ist, noch ein paar Informationen zu den öffentlichen Brunnen. Bis 1876 bestanden 23 sogenannte Brunnengemeinden, denen ein Brunnenherr vorstand. Diese waren für das Aufstellen, die Unterhaltung, die Reparatur und das Eisfreihalten im Winter sowie das Einsammeln der Brunnengelder verantwortlich. Das Aufstellen eines Brunnens kostete etwa 80 bis 90 Reichstaler, wurde aber oft mit Sachleistungen und Stadtgeschenken, heute nennt man diese Fördergelder, abgegolten. Soweit eine kurze Zusammenfassung der Wasserherleitung und der Trinkwasserversorgung Mühlhausens vom 14. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Mir ist bewusst, dass dies nur ein Überblick ist und dass noch viele Besonderheiten und auch geschichtliche Daten nicht erwähnt wurden. Diese kann der interessierte Betrachter aber im Sonderheft 19 der Mühlhäuser Beiträge, zusammengetragen von Frank Wolfgang Möller und erschienen im Jahre 2011, detailliert nachlesen.